Mein Name ist Vincenzo Tutino. Ich bin Absolvent der Wilhelm-Büchner Hochschule, habe Maschinenbau studiert und bin jetzt für die Schadensbearbeitung für die Firma Siemens zuständig. Ich habe mich für die Wilhelm-Büchner Hochschule entschieden, weil ich im Vornherein ein sehr gutes Beratungsgespräch hatte. Das hat mir die Angst vor einem Fernstudium genommen. Ebenfalls hilfreich war, dass man 4 Wochen gratis studieren durfte und jederzeit abbrechen konnte. Ein zusätzliches Bonus ist auch der Online-Campus. Das ermöglicht einen flexibel von überall zu studieren und zu lernen. Die Wilhelm-Büchner Hochschule bietet auch sehr viele Klausurtermine an. Das heißt, man kann dadurch auch sein Studium sehr flexibel gestalten. Man ist nicht gebunden wie in anderen Hochschulen. Die Skripte waren sehr hilfreich. Man konnte sie überall mitnehmen und dadurch konnte ich immer unnötige Wartezeiten überbrücken. Wenn ich am Bahnhof war oder am Flughafen, da habe ich immer meine Lernunterlagen eingepackt und konnte überall lernen. Und durchs richtige Einteilen war im Prinzip alles möglich. Ich habe weiterhin meinen Sport betrieben, war damals in der Fußball-Landesliga tätig, hab Zeit gehabt, meine Familie zu treffen und weiterhin auch Zeit gehabt, meine jetzige Frau zu sehen, obwohl wir eine Fernbeziehung hatten. Und später zum Beispiel habe ich mir dann gemeinsam mit meiner jetzigen Frau ein Haus gekauft und es musste auch renoviert werden. Und dann war das auch schön möglich, dass man dann halt auch ein halbes Jahr lang aussetzt und dann nahtlos an das Studium wieder anknüpfen kann. Beruflich und privat konnte ich die erworbenen Kenntnisse des Studiums gut nutzen. Zum Beispiel habe ich einen neuen Job bekommen. Das wäre mir ohne meinem Abschluss gar nicht möglich gewesen. Und ich muss auch sagen, dass die Kenntnisse, die ich erworben habe, auch anwende. Es fängt an bei strukturierten Arbeiten oder die Sachen auch ein bisschen objektiver zu betrachten. Anderen Studenten kann ich folgenden Ratschlag geben: Sucht euch andere Kommilitonen, versucht Lerngemeinschaften zu bilden, weil in der Gruppe lässt sich oft leichter lernen. Und man kann immer auf die Stärken und Schwächen von anderen eingehen. Man sollte sich die Unterlagen gut einteilen, dass man schwere und leichte Fächer mischt und man dadurch, dass man bei den leichten Fächern auch ein bisschen weniger Zeit benötigt, sich da die Erfolgserlebnisse holt und das dann auch motiviert, an die schwierigen Fächer ranzugehen. Was man auf keinen Fall machen darf, ist, dass man anfängt, die Schweren immer nur nach hinten zu schieben, weil sonst zum Ende hin dann die Motivation fehlt. Also das sollte man auf gar keinen Fall machen. Die Betreuung der Wilhelm-Büchner Hochschule war echt klasse. Das Serviceteam war immer erreichbar und auf Fragen sehr kompetent und schnell geantwortet. Und ebenfalls die Dozenten sind klasse, die konnte man jederzeit erreichen per E-Mail, teilweise auch fast zu jeder Uhrzeit per Telefon und konnten einem wirklich immer weiterhelfen. Und was auch hilfreich ist, ist im Online-Campus diese Foren. Also ein paar Highlights aus meinem Studium waren die Labore in Wilhelmshaven. Dort war es toll, mal mit anderen Kommilitonen zusammenzuarbeiten und auch mal ein bisschen mehr Zeit mit so einer großen Gruppe zu verbringen. Ein anderes Highlight natürlich war das mit meinem Kommilitonen. Wir haben das komplette Studium zusammen durchgezogen und haben uns auch immer gegenseitig motiviert und angespornt. Und natürlich zu allerletzt dann die Absolventenfeier in Wiesbaden. Das war dann so das i-Tüpfelchen.